Das ist meine Freundin Kai. Wow. Sie ist Thai und ich bin Thai-geil. Sie ist Jamie-geil, genau wie ich. Jamie, was treibst du denn gerade so? Joshua hat mir was über Pharmavertretungen erzählt. Pharmavertretungen? Also habe ich Jamie gesagt, Jamie, wenn du mir einen bläst, bring ich dich da rein. Oh, Josh, halt dein Ich habe Nein gesagt, Mom. Ich habe Nein gesagt. Ich habe gehört, wir bringen ein neues Sexmittel auf den Markt. Viagra. Das will ich. Das will jeder. Das verkaufe ich tonnenweise. Warum soll ich dir geben? Wer verkauft eine Schwanztablette besser als ich? Hallo, Ladies. Hallo, schöne Frau. Warum bist du nur so verdammt sexy? Du und dein gieriger Schwanz bringen mich in die Profiliga. Falls die Patientin fragt, Sie sind Assistenzarzt. Hey, ich bin Dr. Knight. Verzeihung, wer sind Sie? Assistenzarzt. Na, dann sehen wir uns das mal an. Toll. Sehen Sie das? Du bist ein Pharmavertreter und lässt mich mal... Warte noch eine Sekunde, ich... Was hast du für eine Masche? Masche? Och, entschuldige. Jetzt erzählen wir uns ja erstmal, wo wir herkommen und was unsere Hauptfächer am College waren. Du hast umwerfend schöne Augen. Das ist alles, was du drauf hast? Lass uns gehen. Jetzt? Was machst du hier? Sie hat mich rausgeschmissen. Warum hat sie das getan? Keine Ahnung, sie sagt, ich bin süchtig nach Internetpornos. Stimmt das? Ja, natürlich stimmt das. Ist das nicht jeder? Ist das die mit der Titte? Hallo? Ich mag den Klang deiner Stimme. Klang ihrer Stimme? Wurdest du von einem Glücksbärchen angefallen? Entschuldige, ich weiß, es ist echt spät. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe eine Reaktion auf ein Medikament. Und was für eine Reaktion? Oh. Fühlt sich irgendwie an wie ein Eis am Stiel. Hengstell muss amputiert werden? Halt doch die Klappe, Josh, und fahr! Scheiße, entschuldige, ich wollte bloß an den Schaltknauf. Alle Männer denken immer nur an Leistung, haben aber ein Körperteil, das nicht funktioniert, sobald sie Angst um ihre Leistung haben. Nein. Das ist aber ein dickes Ding, oder? Ein echt dickes Ding. Oh. Wenn ich daran denke, wie groß dieses Problem schon ist. Wirklich. Und wie groß es sogar noch werden kann.